Und ich benenne das, was geschieht, als das, was es ist, als Mord an den Wehrlosen und damit auch als Mord an uns selbst. Es geht um das Leben von Pater Richard Henkes, der sich in eine Typhusbaracke mit todkranken Menschen hat einschließen lassen, was aber nur der letzte Schritt seines Lebens war eigentlich. Er hat vorher ganz viele Kämpfe mit sich ausgefochten, wie er sein Leben leben will im Prinzip. Also ob er Priester werden will, was ihn in eine ganz große Verzweiflung gestürzt hat. Und auch, dass er das Regime, was im Zweiten Weltkrieg geherrscht hat, nicht akzeptiert hat, sondern seine Position aus der Kirche heraus mit der Möglichkeit zu predigen und sowas einfach genutzt hat, um sich Gehör zu verschaffen, was ihm halt auch immer wieder Ärger eingehandelt hat. Aber das macht es unglaublich spannend, sich mit diesem Mann zu beschäftigen. Schließlich wurde er dann am 8. April 1943 wegen einer Predigt in Branitz von der Gestapo verhaftet. Nach Wochen der Einzelhaft im Gefängnis in Ratibor wurde er ins Konzentrationslager Dachau verbracht. Doch auch hier erwies er sich als menschenfreund, teilte seine Lebensmittelpakete mit Bedürftigen und sprach den Mithäftlingen immer wieder Mut zu. Aber wirklich faszinierend macht diesen Mensch nicht sein bloßer Lebenslauf, sondern die vielen Kämpfe, die er mit sich austrug. Da fragt man sich halt wirklich, wie kommt ein Mensch dazu? Also warum kann der an diesen Punkt kommen, zu sagen, ich blende mich so weit aus, dass ich für die anderen da jetzt kämpfe? Weil er selber ist ja erstmal als Priester keine große Gefahr gelaufen, da mit dem Regime in Kontakt zu kommen. Aber er hat es dann ganz offensichtlich genutzt, um, alles anzuprangern, was möglich war.